Alright, 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 Leute, willkommen zurück zu Fortnite. Leute, wir sind heute wieder am Start. Ja, ganz normal hier am Start, Leute. Wir zocken halt gerade ein bisschen auf entspannte Basis. Kennt die Nasen. Ah, nee. Ja. Ja, kann man machen. Ja. Ah, ich muss meine Waffen immer weiter... Ah, ich kann die dann nicht mehr uploaden, ne? So. So. Okay. Okay, Leute, wir haben die letzte Phase durch. Easy. Gerade noch ein bisschen abgeschossen. Auf lecker Schmeckerbars. Ja, nee, Leute, auf jeden Fall. Ich habe gerade mit Jeremy und Needs eben Arena gespielt. Und ja, wie soll ich sagen? Es lief halt für mich nicht so gut. Allgemein, der Tag heute war anstrengend und schwierig zu bewältigen und so weiter. Und ja, dann ging es halt nicht so gut. Und ja, in Arena lief es gerade auch nicht so dolle, deswegen habe ich jetzt zu denen eigentlich gesagt, ich gehe auf, beziehungsweise ich spiele alleine weiter, weil ganz ehrlich, es bringt mir nichts, mit den beiden weiter zu spielen, weil die sind kurz davor, es in eben in Division 6 zu schaffen und ich wollte ihnen einfach ihr Spielerlebnis nicht versauen. Von mir aus können sie gerne weiterspielen, das ist mir relativ wurscht, aber ja. Müssen die beiden Boys wissen. Ich wollte mich halt da einfach nicht so richtig mit reinzwängen, wisst ihr, wie ich meine. Deswegen. Wundert euch da nicht. Also das, ja. Das war ja nur dafür da, dass wir hier zur Mission machen. Ah ja, nee, Leute, ihr seht schon den Goldbarren Stand und wie viel ich jetzt inzwischen ausgegeben habe. Ich denke euch auch so, wie konntest du so viel Goldbarren sammeln? Leute, es geht schon. Es geht schon. Muss ich nur etwas anstrengen hier. Dann geht alles. Ist eigentlich easy. Und dadurch, dass da unten eh gerade Angelspots sind, könnten wir eigentlich angeln gehen, oder? Ah, aber die Zone muckt auch. Eigentlich will ich schon noch einen schönen leckeren Win hier vielleicht rausholen. Egal, Leute, wir gehen einfach Richtung Zone. Wir einfach mal Glück. Gibt es vielleicht hier irgendwo noch ein Auto, wo keine Radsperre bitte dran ist? Das wäre nett. Da könnte ich nämlich vor. Könnte ich wegfahren. Einfach wegfahren, Leute. Auf jeden Fall, wir sind jetzt auch schon Stufe 41 inzwischen. Also nach der Runde werden wir auf jeden Fall Stufe 41 sein. Das kann ich euch garantieren, Leute. Wir können uns vielleicht sogar noch auf Level 42 heute hochspielen. Also das ist anders cute, Leute. Direkt morgen einfach schon die Flügel von ihr und dann auf der nächsten Seite direkt. Also, hier, ich rasiere zurzeit durch, Leute. Also, das kann man nicht anders sagen. Übrigens nochmal vielen, vielen Dank an jeden Support letztens bei den Videos. Also, ihr seid richtig durchgedreht. Würde mich freuen, wenn ihr auch weiterhin mich so tatenkräftig unterstützen würdet und weiterhin meine Videos gucken würdet. Würde mich natürlich freuen. Und ja, Leute. Leider ist es ja so, nächste Woche ist ja noch nichts, Leute. Wir haben ja jetzt erstmal die neue Season bekommen. Letzte Woche war es ja so gewesen. Nächste Woche werden wir unser Update bekommen. Ich rede schon wieder doofes Zeug, weil diese Woche werden wir mal noch nichts bekommen, denke ich. Nächste Woche wird es dann somit soweit sein. Wir werden den Patch 15.20 oder 15.10 bekommen. Und ja, Leute, ich freue mich schon drauf. Mal schauen, ob Fortnite das jetzt wirklich mit dem Weihnachtskalender durchzieht oder was die guten Boys jetzt vorhaben. Kann man noch nicht genau wissen. Dann wurde nochmal. Hat Stan. Also Stanplay, der YouTuber, hat noch was veröffentlicht. Was? Oh, Digga. Ja, ich leg mich auch nachher noch hin, ey. Oh. Das ist dein Brot.
Auf jeden Fall, Leute, Stan hat noch mal ein paar Sachen gepostet. Unter anderem auch noch hat er in dem Video gesagt, dass das mit den Jägers erst der Anfang war. Wir werden noch weitere Jäger-Skins in Fortnite bekommen. Natürlich nicht im Battle Pass, wie ihr wisst. Eher wieder werden diese Skins, was auch immer es für Skins sein werden, in den Item Shop reinkommen. Was sie kosten werden oder ja. Welche Skins es sein werden, ist bis dato mal noch nicht bekannt. Aber es sind schon ein paar Indizien dazu aufgetaucht, sagen wir mal so. So, jetzt bräuchten wir nur einen Rissfisch, dann könnten wir hier abhauen. Ja, wenn man schon davon spricht, weg hier. Und Rissfisch. Let's go, Leute. Direkt weg hier. Man kennt den Hasen. Ja, Leute, ich bin schon richtig, richtig gespannt aufs Update nächste Woche. Also, ja. Es wird cute werden. Darauf könnt ihr euch richtig verlassen. Natürlich werde ich noch ein Video drüber machen, was für Skins reinkommen werden, was wir jetzt da halten werden. Auf jeden Fall dies, das, Ananas, Leute, ihr kennt's. Dann, diese Woche werden wir auch natürlich noch, Fortnite, ja genau, Fortnite, ich bin auch so Fortnite, leider. Wenn wir diese Woche noch GTA 5 mit GTA 5 mal starten. Ich habe zwar schon gehört, dass GTA 6... dann früher oder später noch dieses Jahr rauskommen soll. Aber natürlich weiß ich noch nicht, ob ich es wirklich spielen kann, Leute. Weil das Ding ist, ich habe GTA 5 auch nur bekommen, weil Epic Games das umsonst in ihrem Shop gehabt hat. Also in ihrem großen Shop da, wo ich das hatte. Deswegen weiß ich nicht, ob ich es dann umsonst bekommen werde oder ob ich Geld dafür zahlen muss, eben, oder wann es für PC allgemein rauskommt. Keine Ahnung, Leute. Das werden wir dann alles in der Zukunft sehen, also muss ich mal gucken. Ob es natürlich auch kostenlos für PC wird, ist eben auch noch unbekannt. Ob Epic Games wirklich sagt, komm, wir hauen das einfach mal noch an die Spieler raus. Die, wo sie es unbedingt gönnen wollen, dann würde ich es mir natürlich holen, Leute. Ansonsten, falls es halt was kosten sollte, muss ich halt mal schauen, wie viel. Das ist ja immer so die Frage bei solchen Games. Und ich werde gejagt. Super. Das habe ich mir jetzt eigentlich so nicht vorgestellt, dass ich direkt jetzt noch hier während der Runde noch gejagt werde und der Typ weiß, wo ich bin. Das wollte ich jetzt eigentlich nicht. Ah, super. Heißt ja, gehen gleich nachher in den Fight rein. Gegen den Typen. Egal, wer mich da jetzt hier holen will. Ich lasse deinen Plan an euch kommen. Wie ihr seht, Leute, ich habe mir auch heute schon die Weihnachtshacke gegönnt. Einfach mal noch für den Flex nebenbei. Vielleicht, weil ich mir einfach mal noch was Weihnachtliches zulegen wollte. Ich meine, falls natürlich der Weihnachtslebkuchen Renegade Raider rauskommen wird, vielleicht werde ich ihn mir holen, Leute. Muss ich mal schauen. Vielleicht. Mal gucken. Je nachdem. Muss ich mal schauen. Mal gucken, mal gucken. Auf jeden Fall, Leute, für mich ist auch nur noch diese. Ja, diese und nächste Woche und dann ist für mich auch Schicht im Schacht. Dann ist erstmal bei mir keine Arbeit mehr. Dann habe ich auch wie alle anderen frei. Freue mich schon richtig drauf, Leute. Und ja, aber jetzt, jetzt kommen so Daily Uploads natürlich. Ich hoffe nicht, dass der Typ weiß, wo ich bin. Ich hoffe es nicht. Wenn wir die Runde gewinnen würden, wäre halt auch noch ziemlich cute, ne, Leute?
zur Hälfte vorbei, Gott sei Dank. Das ist schon mal was Gutes. Das Ding ist halt, die Zone rückt uns immer mehr auf die Pelle und ich weiß nicht, wo die Leute sind. Sag mir bitte nicht, dass das halt wieder aktiv ist. Bitte nicht. Nicht, dass jetzt ein Gegner aus dem Sand gesprungen kommt und ich dann tot bin. Bitte nicht. Tut mir das nicht an. So. 5 Gegner sind's noch. War anders cute, Leute. Stein jetzt auch full. 4 Leute noch. Vielleicht gewinnen wir die Runde sogar noch, Leute. Wäre ganz gut. Oh Gott, nein, der ist in meiner Nähe. Schon fast. Wenn's rot aufblinkt, Leute, beziehungsweise wenn alle 3 Balken voll sind, dann heißt es, der ist in meiner Nähe. Oh, beziehungsweise er ist mir ganz nah. Das ist... Also, dass er in meiner Nähe ist, das ist schon... Das verunsichert mich gerade ein bisschen. Weil ich muss dann auch darüber. Hm. Weiß der das? Verdammt. Bitte sagt mir nicht, der weiß, wo ich bin. Ist das der? Ja, das ist der. Der sucht mich, Leute. Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein, oh nein. Rennt in die falsche Richtung. Ich Pech hab, muss ich jetzt gleich gegen den Falken. Aha, er geht auf den Berg hoch, um sich eine bessere... Nee, er geht nicht auf den Berg hoch. Er wartet ab und wartet, ob er mich irgendwo finden kann. Kollege, finde ich mich nicht so leicht. Nee, nee, nee. Oh, scheiße, jetzt wird's wieder rot aufblinken. Das ist so... Sekunden haben wir überlebt, Leute. Oh, scheiße! Jetzt habe ich mich verraten! Nein! Genuine. Oh, Digga, ich bin so tot. Bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht. Scheiße, ich bin so... Trotzdem habe ich ihn noch glatt gemacht, als ob. Boah, gerade noch so überlebt, Leute. Yo. Bruder, was los? Der hätte mich noch anders weghauen können, ey. Alter. Wisst ihr, ich hatte eigentlich schon Schiss, dass ich jetzt sterben werde. Der hat schon richtig Trara gemacht, ey. Der hat Tram-Tam-Tam gemacht, ey. So ein Ding. Oh, ich hab so eine eklige Pose. Büsche, wenn ich mich nicht reg, sollten die mich auch nicht sehen. Hä? Passt doch. Was hast du dagegen?
Win, Leute. Easy Win, Leute. 7 Kills. Krass, Leute, einfach noch eine Winde geholt. Okay, Leute, wir müssen damit jetzt auch Level 41 sein. Ja, Leute, easy. Wave haben wir jetzt. Die gute spielen wir auch demnächst noch. Wenn ihr Set dann complete ist. Ein Solo-Match während der Season 5 gewonnen. Easy. Kein Ding für den Kick. So. Finde Beskar Eisen. Das heißt, direkt runter, wieder nach Craggy, Leute. Das war auch gerade vorher in der Runde, wo ich jetzt gewonnen habe, mein Spot gewesen. Der wird sich auch so gedacht haben, Little Polaris, wer soll das denn sein? Ne, Leute, aber auf jeden Fall, es werden dann auf jeden Fall Daily Uploads kommen. Das kann ich euch schon jetzt versprechen. Weil, ja, an Weihnachten habe ich euch ja gesagt, werde ich vom 23. bis zum 26. erstmal eine Pause machen und kein Video an diesen Tagen hochladen und danach wird es wieder ganz normal weitergehen. Natürlich, und dann passt es auch. So, landen wir mal schön hier im großen Häusle. Wir haben irgendwas geschrieben. Ich dachte gerade schon. Ich dachte gerade schon, irgendjemand hätte mir was geschrieben. War aber eine Fehlanzeige. So. Gegner mit. Die werden wir erstmal schön runterdübeln. Wo hockt der? Ich glaube nicht, dass der bei mir im Haus ist, kann ich sagen. So. Gehen wir uns mal Schild, Leute. Ganz wichtig hier. Immer schön Schild gönnen. Bevor man in den Fight geht. Sonst hat man gegen die Gegner vielleicht doch den Kürzeren gezogen. Wir haben jetzt schon 9000 Gönner. Krass. Zack. Ich
wenn es einmal zu sich mal wieder was ist, mein Schubladen. Also Leute, falls an Weihnachten noch vielleicht irgendwie ein Konzert anstehen sollte oder vielleicht jetzt in dieser Season halt irgendwie ein Konzert kommen sollte, Leute, ich bin natürlich am Start, falls irgendwas kommen sollte, aber ich bin mir gerade im Moment nicht sicher. Wer weiß das schon, ob wir da wirklich ein Turnier erwarten können oder was dann kommen wird. Auf jeden Fall mit Vorsicht genießen, Leute. Es ist nicht hundertprozentig sicher, dass vielleicht ein Turnier kommen wird. Ich sage, es könnte eins kommen. Das heißt nicht, dass eins kommen wird. Aber es wäre natürlich schön, so an Weihnachten und so an Festtagsstimmen einfach mal ein Turnier. Wie soll man sagen, ein weihnachtliches Ambiente schaffen. Aha, wieder hier. Hä? Wo ist der? Digga, sag nicht, dass diese Runde woanders gespawnt, ey. Einfach eine Angel und angeln noch ein bisschen. Hm? Ja, hier im Spiel geht's halt angeln. Hast du was dagegen?
jetzt sehen die Fische bei meiner Mutter im Spiel anders aus als die, die wir haben. Ja, so ist es halt. Und wenn ihr euch gerade fragt, dann lasst sie spielen, sie spielt gerade an unserer Switch. Frag mich, wo der Fisch ist. Sollten wir lieber nicht in die Quere kommen, Leute, weil sonst ballern die uns gleich wieder ab, da ich dann Lust, dass die direkt gegen uns das Feuer eröffnen. Ja, Leute, vielleicht wollen wir noch einen zweiten Win mit, wenn wir es schaffen. Ja, Leute, ich übertreibe heute komplett meine Base irgendwie. Vielleicht schaffen wir es ja. Wäre ja möglich. Sagt niemals nie. Sind eh schon wieder nur noch 12 Gegner. Also von dem her nicht gerade so spannend. Haben wir noch einen Fischspot? Ah, da hinten. Sehr lecker. So. Gehen wir mal. Leute, wenn wir jetzt hier keine Fischspots mehr sehen, dann würde ich sagen, gehen wir auch weiter. Ja, okay. Hat eigentlich keinen Sinn mehr. Okay, dann gehen wir mal weiter. Ja Leute, falls ihr Angelgeräusche im Hintergrund hören solltet, das ist meine Mutter, die gerade angelt. Was? Was hat's deine Angel? Verpufft, warum verpufft die? Kannst du mir nicht anstrengen.
dass ich das Spiel nicht spiele. Danke, Leute. Das andere sind auch nur noch 9 Gegner. Da könnten wir easy nochmal einen Grund rausholen. Ja, mal schaffen. Hatte dir jetzt eine neue gegeben. Scheiße, heute vergessen. Heute habe ich richtig vergessen. So scheint es mir heute. Er lasert mich durch die Treppe, Leute. Ich glaub's nicht, ey. Boah, ich bin so low. Er läuft durch meine Treppe durch, Leute. Wie eklig. Egal, Leute. Ich hoffe, euch hat das Video wie immer gefallen. Gerne Abo-Button und Glocke aktivieren, um nichts mehr zu verpassen. Gerne auch einen Daumen nach oben da lassen für diesen starken Win noch am Anfang, Leute. Und gerne auch einen Kommentar da lassen. Ihr wisst, ich lese mir die Kommentare immer gerne durch. Und dann würde ich sagen, Leute, euch noch einen schönen Abend. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Video, Leute.